Natürlich. So, das Problem ist, also mit mir hängen gleich noch Eisen und dreimal einen Zettel hinlegen, dass ich negativ getestet worden bin auf Covid-19. An der Grenze von Bongau zum Dennengau, von Dennengau um mich in Flachgau und so weiter und so fort. Und da ist wirklich die Frage jetzt wirklich an jeden einzelnen von euch. Lasst euch das einmal alles ein bisschen durch den Kopf gehen. Überlegt einmal, wir haben heute den 14.03.2021. Wenn ich mich richtig erinnert, war am 16.03.2020 der ganze Irrsinn losgegangen. Da ist der erste Lockdown im Prinzip umgesetzt worden. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Was haben wir seitdem besser gemacht? Was haben wir seitdem erreicht? Was hat es seitdem an Sachen gegeben, wo wir sagen, dass wir aktiv getan haben für diese Pandemie? Ich kann es euch sagen, testen, 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 Lockdowns, Masken, Masken FFP2, Abstand halten, einen Meter, zwei Meter, ich weiß nicht, was da noch alles gibt, das könnt ihr euch ausmalen. Österreicherweise jetzt wie ein Babyelefant ausschaut, zum Beispiel. Österreicherweise jetzt, dass ein symptomloser Kranker, der früher ein Gesunder war, seit neuestem ein symptomloser Kranker ist. Wir wissen quasi, dass das Bundesheer nicht nur eigene Bundesländer abriegeln kann, sondern auch zum Nasenbohren herangezogen wird. Genau um diese Sachen geht es mir eben. Mein Spitzname ist Gitti. Es ist so, ich bin LKW-Fahrerin gewesen, ich bin Jugendbetreuerin, ich war im Gastgewerbe, ich war selbstständig. Also ich habe einige Berufe, das ist nicht mein einziger. Ich habe einen Pflegeassistenten gemacht und jetzt mit 47 Jahren, also ich bin schon länger in der Pflege, aber ich habe einen Pflegefachassistenten gemacht. Bei uns ist es so, ich bin in einem Seniorenheim, aber ich habe noch viel Kontakt ins Krankenhaus. Und bei uns ist bei uns wird halt nicht Kurzarbeit gemacht, aber im Krankenhaus, es wird Urlaub aufgebraucht, es wird neuer Urlaub angenommen, müssen sie nehmen, sie müssen die Stunden abbauen, was es gibt. Wie wir wissen, das Superkrankenhaus in, ich glaube, Damsweg ist, oder Zürnsee, das hat, hat Kurzarbeit. In die Krankenhäuser war 2020, im April, hat meine Freundin mir angerufen und gesagt, stell dir vor, ich muss jetzt da meinen ganzen Urlaub abbauen. Im April, wenn sie 17 Tage zu arbeiten hätte, normal arbeitet mit 100%, hat sie genau 4 Tage gehabt. Wie kann es sein, wenn ihr Pandemie habt? Wir haben 2017 haben wir 2500 Intensivbetten gehabt. Wir haben 2020 bloß 1800 Intensivbetten gehabt. Und jetzt laut Aussage von 2021 haben wir 1200 Intensivbetten nur noch. Und warum? Weil 1300 gesperrt worden sind, weil die Pandemie muss man aufrechterhalten. Ich mag das einfach nicht mehr und ich kann nicht mehr. Wir dürfen arbeiten gehen, weil wir systemrelevant sind und wir dürfen aber keinen Spaß haben. Ich darf mich nicht mit meiner Mutter treffen, was in einem Seniorenheim ist, weil es heißt, du kannst sie umbringen. Von was? Der SARS-CoV gehört zu dem Grippevirus dazu und der Grippevirus ist ein Coronavirus. Und wir haben noch nie eine Übersterblichkeit gehabt. Es sterben am Tag zwischen 230 bis 270 Leute. Und heuer sind mehr gestorben an einer Herz-Gefäß-Erkrankung oder weil sie sich nicht traut haben zum Arzt gehen, weil sie Angst gehabt haben vor Corona. Die Medien, die sind ein Wahnsinn. Das ist einen ganzen Tag Gehirnwäsche. Gott sei Dank habe ich in meinem Seniorenheim 95-Jährige, die was das letzte Mal mit 10 Jahren geimpft worden sind und topfit im Hirn sind, außer dass sie halt mit dem Gestell nicht mehr kennen. Die sagen, hey, sag mal, sind die alle deppert? Was ist mit denen? Ich fühle mich wie in einem Knast. Ich darf 3 Monate nicht raus, weil das der Anschober sagt, das ist was der Volksschul-Religionslehrer ist, mit einem Burnout. Sag mal, hat es den noch? Die Kinder leiden, weil sie nicht mehr wissen, was tun sollen. Ich darf meine Freunde nicht umarmen, ich darf das nicht, weil es heißt, pass auf, du kennst dir den anstecken. Mit was? Mit einem Schnupfen? Hat jeder schon mal gehabt. SARS geht auf die Lunge, ja. Und zu 10% ist tödlich, ja. Haben wir aber schon immer gehabt, eine Pneumonie und eine Lungenentzündung, ganz normal. Und bei den Alten geht es halt einmal da drauf. Es können auch Junge sterben, wenn sie eine Vorerkrankung haben.
Ich bin schwere Asthmatikerin und muss den ganzen Tag 12 Stunden Mundschutz aufsetzen. Was heißt, ich habe 75 Minuten, habe ich 30 Minuten Pause, geht gar nicht im Seniorenheim. Ich kann nicht sagen, du darfst jetzt nicht einmal in die Hosen machen, weil ich komme erst in einer halben Stunde wieder, weil ich muss Mundmaskenpause machen. Mit denen die alten Leute lag und mit denen die Kinder lag. Bei uns sind Zivildiener gekommen zum Nasentest. Super, ein Automechaniker, der was vielleicht ein Ölwechsel war und wie eine Zylinderkopfdichtung zu bewegen ist. Und der fährt mir in die Nasen und dann frage ich das Hirschkalbi, sage ich, was hast du für eine Ausbildung? Also sagt der Mechaniker. Und jedenfalls habe ich gesagt, wie war die Ausbildung? Ja, hat er gesagt, wir haben uns Videos angeschaut und an der Puppen. Ja, super. Und was passiert da, wenn der Aufstieg fast zweit? Ja, was sollte denn passieren? Doch, es kann was passieren, du deppert schwamm mal. Nach uns an sich sinnlos ist, überhaupt für eine Impffreiheit unterschreiben zu müssen, weil das eigentlich ein Bürgerrecht sein sollte, diesmal das auch wirklich wahrzunehmen und da zu unterschreiben. Beim letzten Volksbegehren haben das gerade einmal knapp 5% der Bevölkerung gemacht. Das finde ich ein Armutszeugnis. Anscheinend ist den meisten Menschen da ihre Selbstbestimmtheit und ihre Unversehrtheit ihres eigenen Körpers nicht ausreichend wert gewesen, entweder im Internet oder persönlich auf einem Gemeindeamt zu unterschreiben. Es gibt jetzt, wie gesagt, eine zweite Auflage eines solchen Impfbegehrens und ich denke, da sollte aktiv teilgenommen werden. Jeder, der für eine direkte Demokratie oder für eine Demokratie einsteht in diesem Land, und ich denke, das sind dann doch mehr Bürger, als man meint, sollte dieses Recht, seine Stimme abzugeben, auch nutzen und da unterschreiben. Das zweite Volksbegehren, das es aktuell gerade gibt, hat den wohlklingenden Titel Die Regierung muss weg. Es geht um einen Regierungsrücktritt und die Aufforderung quasi für die Übergangszeit bis zu neuen Wahlen eine Expertenregierung über dieses Land regieren zu lassen. Und nachdem wir jetzt quasi, auch wenn nach wie vor natürlich die Unschuldsvermutung gilt, einen Skandal nach dem anderen haben, der seitens der österreichischen Volkspartei in irgendeiner Form kommuniziert wird, glaube ich, dass es vielleicht auch ganz gut wäre, wenn alle, die ohnehin mit lustigen Kurzmus weg und ja, der Nehammer auch viele andere, Schildern und anstecken, Nadeln und dergleichen rumlaufen, das vielleicht auch an einer Stelle deponieren, wo das Ganze hoffentlich ein bisschen an Sinn macht. Also dieses Volksbegehren läuft noch bis 25. März. Das heißt, nutzt die Zeit auch von zu Hause, von der Couch aus möglich, vorausgesetzt die Technik kackt nicht wieder ab, wie das leider Gottes öfter in diesem Land ist. Unterschreibt, nutzt die Chance, dass ihr als Souverän in diesem Land eine Stimme habt und die abgeben könnt. Unterschreibt und ich hoffe, es bewirkt was. Ich gebe zurück an Frank. Vielen Dank. Thank you.
Ich mach's nicht.